Die tiefste Einsicht entsteht nicht aus Büchern oder Belehrungen, sondern aus der Stille der inneren Reflexion. Sie entfaltet sich leise, in jenen Momenten, in denen man erkennt, dass das eigene Denken die Grundlage für das gesamte Leben ist. Jede Erfahrung, ob positiv oder negativ, ist letztlich ein Spiegel der inneren Überzeugungen und Gedankenmuster. Diese Erkenntnis kann zunächst schockierend sein, zu realisieren, dass die Verantwortung für das eigene Leben im Inneren liegt. Doch genau in dieser Erkenntnis liegt auch eine enorme Befreiung. Sobald man das Denken verändert, verändert sich das Leben. In den Anfängen scheint es eine Herausforderung zu sein, den eigenen Gedankenstrom bewusst zu lenken. Es kann ein langsamer Prozess sein, bei dem man allmählich feststellt, dass alte Gewohnheiten und Überzeugungen, die so lange unbewusst die Kontrolle hatten, tatsächlich veränderbar sind. Der erste Schritt auf diesem Weg ist, sich dieser unbewussten Gedankenmuster überhaupt bewusst zu werden. Oft zeigt sich, dass es die Selbstkritik, das Bedauern und der Groll sind, die das eigene Wachstum behindern. Wenn man sich diesen Aspekten stellt und beginnt, sie zu transformieren, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Die Veränderung des Denkens ist kein einmaliger Akt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Anfangs mag es noch unverständlich erscheinen, dass einfache Dinge wie Affirmationen und Visualisierungen einen Einfluss auf das eigene Leben haben können. Doch mit der Zeit wird klar, dass diese Techniken das Bewusstsein in eine Richtung lenken, die Veränderungen im Äußeren ermöglicht. Kleine Erfolge, wie das Finden eines freien Parkplatzes oder das Erleben von grünen Ampeln, mögen banal erscheinen, aber sie sind die ersten Anzeichen dafür, dass sich die eigene Realität wirklich verändert, wenn man das Denken verändert. Mit der Zeit lernt man, das innere Wachstum ernsthaft zu verfolgen. Es wird klar, dass oberflächliche Veränderungen nicht ausreichen, um tiefgreifende Transformationen im Leben zu bewirken. Das Loslassen alter, fest verwurzelter Überzeugungen und Glaubenssätze kann beängstigend sein, denn sie haben oft viele Jahre oder gar Jahrzehnte das Leben dominiert. Doch wer den Mut findet, diesen Prozess zu durchlaufen, wird entdecken, dass das Leben weitaus mehr zu bieten hat, als man sich jemals vorgestellt hat. Man beginnt, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und sich von alten, emotionalen Wunden zu befreien, die einen so lange gefangen gehalten haben. In dieser Phase des Wachstums ist es unvermeidlich, auf Widerstände zu stoßen. Die alten Muster, die so lange das Denken beherrschten, werden nicht kampflos aufgegeben. Doch gerade in diesen Momenten zeigt sich die wahre Stärke des inneren Wandels. Es ist wichtig, sich selbst mit Mitgefühl und Geduld zu begegnen, anstatt sich für vermeintliche Rückschritte oder Fehler zu verurteilen. Der Weg der Veränderung ist selten geradlinig, sondern voller Umwege, Herausforderungen und unerwarteter Wendungen. Doch jede Herausforderung bietet auch die Möglichkeit, neue Ebenen des Verständnisses und der Selbsterkenntnis zu erreichen. Ein zentraler Aspekt auf diesem Weg ist das Lernen, sich selbst zu vergeben. Viele Menschen tragen jahrzehntelang den Ballast von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen mit sich, ohne zu erkennen, dass diese Gefühle sie in einem Kreislauf des Leidens gefangen halten. Erst wenn man lernt, sich selbst für vergangene Fehler und Entscheidungen zu vergeben, kann der wahre Heilungsprozess beginnen. Es ist diese Vergebung, die es ermöglicht, alte Wunden zu heilen und das Leben mit neuer Klarheit und Freude zu gestalten. Ebenso entscheidend ist es, zu lernen, den Menschen zu vergeben, die in der Vergangenheit möglicherweise Schmerz oder Leid verursacht haben. Dies mag einer der schwierigsten Schritte auf dem Weg der inneren Transformation sein, denn der Groll gegen andere kann tief verwurzelt sein. Doch das Festhalten an alten Verletzungen hält einen in der Vergangenheit gefangen und verhindert das Voranschreiten. Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten der anderen zu entschuldigen oder zu vergessen, sondern sich selbst von der Last dieser negativen Emotionen zu befreien. Mit der Zeit wird die Kraft dieser inneren Arbeit sichtbar. Die Veränderungen im Denken und im emotionalen Zustand spiegeln sich nach
und nach auch im physischen Körper wieder. Der Körper reagiert auf die Heilung des Geistes und kann beginnen, sich von alten Beschwerden zu erholen. Es wird deutlich, dass Krankheit oft ein Zeichen für tief verwurzelte emotionale Blockaden und unausgesprochene Gefühle ist, die sich in der physischen Form manifestieren. Durch die Arbeit an diesen inneren Themen kann der Körper zu einem Zustand der Gesundheit und des Wohlbefindens zurückfinden. Im Laufe dieses Prozesses wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Man beginnt, sich selbst mehr zu lieben und zu schätzen. Und mit dieser Selbstliebe kommt auch ein tieferes Vertrauen in das Leben selbst. Die alten Ängste und Unsicherheiten, die so lange das Leben bestimmt haben, beginnen zu schwinden. An ihre Stelle tritt ein Gefühl der Sicherheit und des Friedens, das aus dem Wissen erwächst, dass man selbst der Schöpfer des eigenen Lebens ist. Dieses Vertrauen ist das Fundament, auf dem wahres Wachstum und wahre Transformation aufbauen können. Wenn man diesen Weg konsequent weitergeht, öffnet sich der Geist immer weiter für neue Einsichten und Erkenntnisse. Das Leben wird zu einer Reise der ständigen Entdeckung und des Lernens. Mit jeder neuen Erfahrung, sei sie positiv oder negativ, wächst das Verständnis dafür, wie tiefgreifend die Verbindung zwischen Denken, Fühlen und Sein wirklich ist. Und schließlich erkennt man, dass die wahre Macht in der eigenen Fähigkeit liegt, das Denken zu verändern und dadurch das eigene Leben zu gestalten. Dieser Weg ist keineswegs einfach, aber er führt zu einer Freiheit, die jenseits der Vorstellungskraft liegt. Wenn man einmal begonnen hat, das Leben auf diese Weise zu betrachten, gibt es kein Zurück mehr. Die Erkenntnis, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung das eigene Leben formt, ist zugleich eine große Verantwortung und eine große Befreiung. Doch wer den Mut findet, diese Verantwortung anzunehmen, wird feststellen, dass das Leben in all seiner Tiefe und Schönheit weit über das hinausgeht, was man sich jemals erträumt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.